Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bauen wir das Haus für Sunny in Glimmerbrook für Generation 3 der Lucky Legacy Challenge. Das Problem ist, wir haben nur 1100 Simoleons. Deswegen wird dieses Speedbuild ein bisschen wild. Ich habe sehr viel rausgeschnitten, weil ich 1000 Jahre lang Sachen gesucht habe, die ich vielleicht benutzen könnte, die nicht allzu teuer sind. Aber ich denke, wir starten jetzt einfach mal rein. Obviously ist dieses Haus jetzt nicht besonders cool geworden oder so, aber ich habe mir Mühe gegeben. Weil, ja, also ich möchte natürlich trotzdem, dass Sunny halbwegs vernünftig lebt. Und ich weiß, dass ich hier und da auch ein bisschen Geld noch hätte sparen können, theoretisch. Aber ich wollte halt auch, dass es mehr oder minder gut aussieht und nicht nur komplett blöd so. Und, ja, also wir werden wahrscheinlich auch ein paar Lightning-Issues haben, aber wir werden schon drüber hinwegkommen. Und, ja, weil es ist ja nicht als richtiger Raum klassifiziert, sondern nur als, ja, ein paar Wände. Das ist natürlich ein bisschen wild, aber es ist schon in Ordnung. Wir werden es überleben. Es gibt Schlimmeres auf dieser Welt. Und ja, also ich habe mir das Ganze ein bisschen leichter vorgestellt tatsächlich, aber 1167 oder so hatten wir. Das ist halt wirklich sehr viel weniger, als ich dann doch dachte. Ich weiß, dass man für unter 2000 locker ein Haus bauen kann. Theoretisch mit allem, was man braucht. Aber ja, mein Girl hat das hier irgendwie nicht so geschafft, wie ich mir das gewünscht hätte. Ist natürlich ein bisschen blöd. Aber ja, also sie hat auf jeden Fall alles erstmal, womit, also was sie braucht, sag ich mal. Aber es ist jetzt nicht optimal, ne? Also zum Beispiel, ich hätte die letzte Wand da hinten, hätte ich noch bessern können, indem ich da auch einfach so ein Dach hingestellt hätte. Da hätte ich noch Geld bekommen quasi. Aber ich wollte halt auch ein Fenster haben. Und es sieht halt auch einfach richtig lost aus, wenn da hinten noch so ein Dach ist. So, deswegen, ja, habe ich halt gesagt, okay, wir machen das halt anders. Und ich wollte halt nicht nur in einem großen Dach leben, also das geht ja auch. Aber ich finde, das sieht dann immer so dumm aus, wenn man dann mit den, also weil man muss ja dann mit Wänden ganz unten spielen. Und I hate this a lot. Und deswegen habe ich das jetzt halt so gemacht. Hier habe ich versucht, ein bisschen so einen Custom-Teil zu machen. Weil, ja, das, um das so ein bisschen abzugrenzen. Außerdem gibt das ja dann mehr Geld, letztendlich so. Und ja, aber hier und da, wie gesagt, hatte ich dann so ein paar Probleme. Dieses Klo, das wird auch noch verschwinden, weil ich dann gemerkt habe, ich kann mir gar keinen Kühlschrank leisten. Ja, also das Leben ist hier ein bisschen wild, aber wir werden es bestimmt überleben. Also, ich meine, vielleicht kriegt sie ja relativ schnell ein bisschen Cash zusammen, damit wir dann auch was Vernünftiges bauen können. Ich hoffe es einfach für sie, weil ich glaube nicht, dass ich hier lange drin leben kann. Also ohne komplett abzu... Weiß ich nicht. Ich finde keine Worte dafür. Aber ich denke, ihr könnt das nachvollziehen. Aber diese Hütte ist so abgeranzt. Aber irgendwie finde ich es auch ein bisschen geil. Aber eigentlich ist es halt gar nicht Sunnys Vibe. Deswegen, ja, wünsche ich mir natürlich für sie, dass sie sich schnell ein bisschen mehr leisten kann. Wir werden sehen, ob das das wird oder nicht. Ich hoffe es einfach für sie, dass das hier klappt. Ach ja, es ist wild, ja. Aber diese ganze Legacy ist wild. Also wenn ihr den letzten Part nicht gesehen habt, schaut ihn euch auf jeden Fall an. Weil ich glaube, mehr eskalieren kann etwas gar nicht. Demnach, das ist ja auch ein Mitgrund, wieso das ja alles so geworden ist, wie es geworden ist. Ich meine, ich glaube, letztendlich sind wir dadurch ja sogar ein bisschen mehr Geld gekommen, weswegen wir jetzt halt in Anführungszeichen sogar Profit davon schlagen konnten, weil sonst hätten wir noch weniger Geld gehabt, glaube ich. Und naja, noch weniger Geld ist eigentlich unmöglich. Ich sag, wie es ist. Aber ja. Also zumindest so ein funktionales Haus ist schon hardcore mit dem Geld. Aber, ja,
Da hatten wir natürlich Glück, als wir mit Sky damals angefangen haben. Da hatten wir ja dann auch mit so einem Haus quasi gestartet. Aber Sky brauchte ja auch viel weniger, weil sie ja ein Vampir war. Aber Sunny haben wir ja von dem Vampir-Dasein befreit. Genau. Und hier habe ich noch so eine kleine Roomtour in Anführungszeichen für euch, damit man das nochmal so in kurzer Geschwindigkeit, in normaler Geschwindigkeit sehen kann. Wir haben halt nur dieses eine Licht, weil ich es halt absolut verschissen habe, daran zu denken, dass wir Lichter brauchen. Aber hey, besser als nichts. Ich sag, wie es ist. Wie gesagt, es ist ja, nicht das Beste, aber wir werden erstmal damit klarkommen, würde ich sagen. Ich hoffe, dass es euch irgendwie gefällt. Also, es ist eine Ranzbude. Aber das ist okay. Manchmal fängt man halt easy an. Ist immer noch besser, als auf einem nackten Grundstück zu starten, würde ich sagen. Ja, das wäre dann tatsächlich auch schon das Video. Ich musste ein bisschen vorproduzieren, deswegen war es eigentlich ganz gut, dass wir nur so eine Kleinigkeit hier machen mussten. Aber das nächste Video wird dann wieder top aktuell sein. Und ich hoffe, dass euch das hier trotzdem irgendwie gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!